viel maschinelles Klettern dabei. Wenn ihr fragt, was das ist, das kann ich schwer beantworten. Das Klettern ist dort am allerleichtesten und geht natürlich irgendwie auch am allerschnellsten, meine ich, bisher. Also bei Connor zumindest, bei Edward Kenway doch nicht so schnell. Ich habe aber auch nicht gezockt, sondern nur gesehen. Und ja. Deshalb kann ich auch nichts Exaktes sagen. Und nö, mehr hat uns Duomo nicht überlassen. So, jetzt interagieren vielleicht? Ja. Na endlich, hey. Mal wieder Grabschänder spielen. Siegel holen, nur für irgendeine Rüstung. Siegel von Iltani, das Geheimnis von Duomo. Also hieß die Dame doch Iltani. Er ist ja auch egal. Auch da oben wartet eine Feder, die könnte ich holen. Das ist jetzt nicht der massivste Aufwand. Ja. Okay, ein paar kleine Fehler hat das immer noch. Das Spiel. Ganz da oben. Oh mein Gott. Und oh, wir haben Kohle in der Truhe. Das ist kein Sync Point. Das wäre doch mal ein ganz schöner Sync Point, ne? Oder waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ich will noch an diese Truhe ran. Da unten. Nicht, dass wir schon genug Geld hätten. Oder so. Aber trotzdem, man kann ja nie genug davon haben. So, zwei Truhen. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Belohnung für das Hochklettern und Feder holen. Oh, ganz nett hier. Nee, 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 so nicht. Übrigens, an die Stelle kommen wir auch nochmal. Ich sollte mal aufschreiben, Geheimnis von, wie hieß die, ich schreibe das Geheimnis Duomo. Genau die Stelle, Geheimnis Duomo. Einfach mal Kirche, okay, ist ein Dom, aber ich schreibe Kirche hin. Ich glaube, entweder diese Stelle oder die da hinten, irgendeine Stelle werden wir ziemlich genau betrachten dürfen. Mit weniger Zeit der Betrachtung. Und kann man sich die Wege hier einprägen, wie man hochklettern kann. Hier gibt es an jeder Seite so ein Ding, müsste ich mir aufschreiben. Vorsprung an jeder Seite. Ich weiß schon, was ich damit meine. Weiß ich es mir jetzt überhaupt so gut einprägen kann, dass ich es noch nach keine Ahnung welche große Ewigkeit noch weiß, dass man das Ganze von jeder Seite besteigen kann und dass man über diese Vorsprünge hochkommt. Und ja, ich schau mal, wie ich hier runterspringen kann. Aber am sinnvollsten gar nicht. Ah, man kann auch von der Seite, aha, Südturm schreibe ich mal hin. So, Südturmdach, man kann über diesen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Nordturm ist. Ich glaube, es gibt nur einen Ostturm und einen Westturm. Ist aber egal. Das Ganze ist ja wie ein Kreuz aufgezeichnet. Das ist für mich unten und unten ist immer Süden. So.
schöne riesengroße Logik-Sache erstellen, die keine Logik hat. So. Ich kann mich hier, glaube ich, auch fallen lassen. Okay, doch nicht. Ja, das Südturm. Das heißt, ich kann über den klettern, hier rüber springen und danach. Ja, ist ein guter Weg, den ich mir jetzt überlegt habe. Für ich jetzt vielleicht die jetzt erst. Oder was weiß ich. Ich von Anfang an zu sehen und das Spiel nie gesehen haben. Nicht so spannend. Die wissen auch nicht, was ich hiermit meine. Falls ich es richtig erkannt habe. Ich glaube, es gibt nur eine große Kirche. Ja, für all die anderen, ja, es bleibt spannend. Ist irgendwo in der Nähe ein Heukarren? Muss ich ganz gewöhnlich runterklettern. So, schön langsam runterklettern, ja, nicht fallen. So, ab jetzt kann ich fallen. Doch, doch, ist er. Ah ja. Und das hier war, glaube ich, der Borgia-Kurier. Was das ist, kann man noch später. Da kommen wir noch später dazu, da wird das Spiel mich auch mit nerven. Ich tippe aber nur, dass es der schon ist. Diese Sache mit den Naja. Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf. Um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt. In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Nice. Das ist aber wirklich so. Jede Medizin in Übermaß, ne? Kann tödlich sein. Müssen wir denn überhaupt hin? Da hinten hin? Was sollen wir da hinten denn, bitteschön? Monte Regioni. Nee, wir haben jetzt schon genug Kletteraktionen, ne? Gehabt, da kann man auch mal nach Monte Regioni reisen. Oder Monte Rigoni, ich glaube Monte Regioni. So, dann wähle ich mal auf dem Waffenrad aus. Gift. Nee, ich wähle die Doppelklinge aus. Ja, 5 Gift haben wir, mehr brauchen wir nicht. Wir könnten mehr haben. Aber da müsste ich dazu eine neue Tasche oder was weiß ich was kaufen beim Schneider. Nein, nicht bei der Rüstung, nein, beim Schneider. Und brauche ich nicht, nö. Ich könnte natürlich mal zeigen, Beutel. Mittlerer Medizinbeutel, großer Medizinbeutel, mein Gott, Kleider färben. Florentiner Scharlachrot, Florentiner Purpurrot, Assassinenweiß, das wäre mal cool. Und Florentiner Mahagoni, natürlich Purpurweiß, nee, einfach Purpurweiß. Ja. Nee, aber ich brauche jetzt kein Assassinenweiß. Vielleicht später mal. Ja, das ist eine gute Frage, aber nicht mein Problem. Ja, ob man es glaubt oder nicht, halt. Ist das Sante Sacre irgendwas? Ist aber kein Aussichtspunkt, also nicht mein Problem.
Gut, dann renne ich hier einfach vorbei mit Vollgas. Das ist... Okay, ich hätte fast mit irgendeinem... weiß ich, Offizier oder was weiß ich, aus der Moderne verwechselt. Jetzt könnte ich... Wie heißt die Kirche hier? Sante... Zeigen die mir gar nicht an. Okay, dann ist mir auch egal. Ach, da ist der Bord. Glaubt der... Mörder, weiche zurück! Nee, den fasse ich jetzt nicht. Das lohnt nicht. Ja, hier werden wir aber auf jeden Fall noch zurückkehren an die Stelle. Es sind so viele Stellen, denen wir einfach nur simpel vorbeirennen. Yep. Wir haben Kohle bekommen. Ich bin nicht sicher, ich glaube, das ist der Borgia-Kurier gewesen. Egal, ich habe Kohle bekommen, hey. Who cares? Und who cares, dass es leckt? Nein, keine Ahnung warum, aber es leckt gerade. Ich will den Rechner jetzt über Weihnachten, ja, wir haben jetzt fast Weihnachten. Beziehungsweise, die Folge seht ihr wahrscheinlich nach Weihnachten erst. Will ich den ganzen Rechner auseinandernehmen, alles neu installieren, bla. Damit sich solche Probleme bessern. Komm nach Monteregion, da brauche ich kein Geld zu verschwenden, um hinzureisen jetzt. Ist nicht so weit. Da braucht man sich nicht anzustellen, oh, der hat ein paar Sekunden verloren, mein Gott. Habt ihr ein paar Sekunden mehr anzuschauen, hey. Ist doch unglaublich. Nee, das ist dann wahrscheinlich erst in der Unreal Next Engine besser. Dass man auch da reinreiten kann und so. Vielleicht aber auch schon im nächsten Teil. Da bin ich nicht ganz so im Klaren. Ob es vielleicht in... Wobei... Ja, ich kenne eigentlich Brotherhood nicht so gut, dass ich sagen kann, ja, da kann man wirklich ins Gebüsch... reiten, da kann man nicht ins Gebüsch reiten. Und bei Revelations habe ich vergessen, drauf zu achten. Ja, kaum zu glauben, aber ja, ich habe nicht drauf geachtet bisher. Aha. Okay. Dann hast du ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebräut. Super. Dann sacken wir mal die Kohle ein. So, dann können wir die Stadt ausbauen. Wollte ich anmerken. Buongiorno. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Die Liste? Kunsthändler, Bank, Schmied, Arzt, na, Bordell. Hey, machen wir doch ein Bordell. Ja, machen wir ein Bordell auf oder beziehungsweise reparieren das Bordell. Ja, nett. Gut. Buon viaggio. Gut, hat sich gelohnt. Ezio, haha, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Oh, noch 30 plus Monteregionis wert. Aha, mhm. Lesen. Nein, danke. Hui, 13 von 30 Seiten. Okay, dann rede ich mal. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten.
Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text grob übersetzt.